Wer war das? Großer Tod ist gekommen, Sachse! Wer ist das? Du wirst deinen Freund bald wiedersehen. Volkeskämp... Mit diesen welken Fleischsack kämpfst du? Sigurd, den Kränklichen? Auf dem Dach? Hä? Ach so. Ich brauche hier mal Hilfe. Ui, wieder dunkel unterwegs oder was? So, wie kommen wir dann nach oben? Auf dem Dach oder wie? Ja, ne? Wie es aussieht? Ach so, da oben, ja. Können wir hier hochklettern? Nee. Ah, das ist ja so ein Troll. Scheiße, wir kommen wieder rüber. Ach nein. Jetzt müssen wir da echt hochklettern. Ja, hochklettern. Sehr schön. Wir müssen da runterspringen. Nicht hier. Hier. Sehr schön. Aber ich habe das vorhin nicht gesehen, wo ich hier runtergeseilt bin. Oder sind wir hier runtergeseilt? Ja, ne? Oder? So, hier ist noch eine Truhe. Und da hinten ist ein Speer. Ah, hier hinten ist einer. Und ciao. Flieg, Freundin. Schilde! Fleiot! Rebellas! Ein Speer. Lol. Sind das Kultisten? Nee. Du wirst Volke nichts mehr erzählen. Ach so. Was siehst du da oben, Sylvie? Auf dem Wasser? Nee. Sah so komisch aus. Keine Spur von Dänen. Ein Speer wacht am Fluss um. Einfach gewone-shottet. Im Wasser geht das eigentlich? Ja. Befehle von Volke. Davon sollte ich was erzählen, sobald alle Speer tot sind.
Boah, ich glaube, da vorne ist eine krasse Höhle. Wenn man das mal reinzieht. Warte mal, guck mal, wie viel Platz hier ist. Warte mal, hier. Und hier ist irgendwie ein Symbol, ne? Ich glaube, hier ist ein Eingang oder so. Das ist ein Dungeon. Ne? Also denke ich mal. Was ist das denn? Nee, Fliegenpilz. Ja, moin. Hier ist ein Mensch. Warte mal. Der lebt jetzt. Oh, shit. Die machen Damage. Holy shit. Wenn ich das Spiel nicht auf einfach hätte, ne, ich wäre wahrscheinlich schon tot. Hier sollte ein Speer auf dem Hügel sein. Ja, der ist aber nicht. Der Geruch von Blut liegt in der Luft. Es riecht nach Tod. Ah. Hat jemand den Speer vor mir gefunden? Oh, ich glaube, der wurde getötet, vielleicht von den Wölfen, ne? Oder? Oder vielleicht sind sie ja durch ein Blut hier hingekommen, ne? Ach du Scheiße. Das waren alle Späher. Basim und Gudrum warten auf mich im Wald östlich von Podcaster. Ich habe mir ja gestern richtig schöne TikToks angeguckt. Jetzt nicht schön wegen, ne, wegen den Mädels, sondern einfach schön, weil jemand da geile Zitate auf den Tisch gehaut hat. Also. Ich weiß gar nicht mehr, wie der heißt. Aber ich habe mir ein paar gespeichert. Indem er meinte auch, indem jemand über dich lacht, weil du irgendwie eine Idee hast. Und der das irgendwie über das halt lustig macht. Im Grunde soll das. Strecke deine Flügel, Sühnen. Aber wie soll ich das jetzt sagen? Beispiel, ich habe jetzt eine Geschäftsidee und jemand lacht darüber. Dann ist das im Grunde ein Kompliment, dass ich das durchziehen sollte. So meinte er das. Volksleute freuen sich auf Valhall, du nicht. Warum? Oder dass Deutschland ein Land ist voller Neid. Warten wir es ab. Jedes Auge, das hätte sehen können, trübt nun der Tod. An Zuversicht mangelt es dir nicht. So viel ist sicher. Hat er auch gesagt. Wenn du 10.000, 15.000, 20.000 verdienst, dann werden die Leute auf dich blicken und sagen, du hast Glück. Das hätte ich auch. Ja. Hätte ich auch geschafft, er hat nur Glück. Aber man weiß nicht, was und wie er ja, so wurde, ne? Ich habe etwas mitzuteilen, ja. Einer der Späher hat etwas Interessantes bei sich. Volke weiß, dass Graue Däne gefallen ist. Sie sammelt Vorräte und Männer. Vorbereitung auf eine Belagerung? Wenn es ihr gelingt, sich zu verschanzen, könnte es Monate dauern, bis wir Sigurd befreien können. Findest du meine Eile immer noch übermütig, Gudrum? Sachsen! Sachsen aus dem Westen! Deine Eile hat unseren Karren direkt in die Scheiße gefahren.
Okay. Fulke wurde gewarnt. Es muss mehr Speer gegeben haben, als wir dachten. Das spielt jetzt keine Rolle mehr. Mach dich kampfbereit. Siehst du auch zu? Wir haben meinen Atem im Nacken. Gott verfluche dich! Baby, haben wir dir zu verdanken? Der Tod war ihr Schicksal. Ob wir sie hier töten oder hinter den Mauern von Portkester. Ja, genau so, Eivor. Für den Sieg. Und für Odin. Wir drängen sie zurück. Zeigt es ihnen. Ich mach das schon. Für dich ist es aus. Ja. Ja. Okay, der eine steht rum. Oder auch richtig gut. Wie heißt er nochmal? Moment. Oh, ich weiß nicht mehr, wie der heißt. Auf jeden Fall auch ein YouTuber und TikToker. Und er hat eine, eine Frau angesprochen. Und er meinte, nach einer E-Mail-Adresse gefragt. Keine Ahnung, so komisch. Aber so auf Spaß, ne? Und dann die Frau, ich habe einen Freund. Und sie dann, und er dann. Ich habe auch einen Fernseher. Und ich gehe trotzdem ins Kino. Na, hä? Verdammt! Nach Portkester! Sie fliehen wie Hasen! Und wir jagen sie wie Hunde! Dieses Arschgesicht gehört mir! Nicht, wenn ich schneller bin, Lahmarsch! Lasst ihn! Der Sieg ist schon unser! Nein! Wer war das? Der Tod ist gekommen, Sachse! Du wirst deinen Freund bald wiedersehen. Volkeskämpf. Mit diesen welken Fleischsack kämpfst du? Sigurd, den Kränklichen? Wenn Sigurd heute stirbt, finde ich deine Leiche und pisse drauf. Puh. Easy. Ihr schleppt eure falschen Götter ein wie eine Seuche. Aber ihr wisst nichts davon, wer wirklich über euch richtet. Ich richte heute über dich, Sachse. Ich bin bereit für meine letzte Reise. Lass mich sehen, was mich erwartet. Nein. Geh und erzähl Fulke, was passiert ist. Sag ihr, Eivor kommt, um mir das Herz aus der Brust zu reißen. Ich werde Fulke erzählen, dass ein Schwächling kommt, der nicht annähernd das Zeug hat, etwas zu Ende zu bringen. Diese Gnade er ist wirst du tot, Eivor. Sein Atem ist ausgehaucht. Bei den Göttern. So still war dieses Raubein noch nie. Du bist verwundet, Bruder. Lass mich deinen Bruder ins Lager tragen. Wer ist das eigentlich? Bodias Leiche? Ist das nicht der Typ, der mir die Schuld gegeben hat, dass wir angegriffen werden? Aber im Grunde war ich ja auch schuld, ne? Aber wir haben gewonnen.
unvorsichtiges Aas. Ich wusste, das Wagnis war zu groß. Ruhig, Gudrum. Fulke verdient deinen Zorn, nicht Eivor. Du hast keine Vorstellung von meinem Zorn. Wie viele meiner Männer liegen tot da, dank dieser Ruhmsucht? Trotz vieler Verluste haben wir gesiegt. Über Schuld zu streiten, wird die Toten nicht zum Leben erwecken. Wenn ein Sieg des Rabenclans so aussieht, will ich nicht sehen, was geschieht, wenn er unterliegt. Was ist geschehen? Uba, Soma, ihr kommt zu einer schwarzen Stunde. Und zu spät, um unsere Klingen in Blut zu tauchen. Schade. Ich hatte gehofft, Portcaster mit dem hier einzunehmen, aber Fulke ist vorgewarnt. Mir ist der Appetit vergangen. Ich gehe gen Westen. Dann geh. Aber wisse, ich hätte dich gebraucht. Was du brauchst, Rabennährer, ist Demut. Höre auf klügere Köpfe als deinen eigenen. Eivor? Ich höre dich, Gudrum, Fluch der Sachsen, wenn du etwas kundtun willst. Du willst deinen Jarl zurück? Dann musst du so kalt wie Frost sein. Mut ist so oft dein Feind, wie er dein Freund ist. Wir werfen uns nicht in aussichtslose Fäden. Wir kommen ohne Vorwarnung und schlagen zu. Versammle deine Verbündeten. Wähle den Zeitpunkt. Dann und nur dann bezwingst du sie. Noch kannst du obsiegen. Geh mit Odins Weisheit, Thors Macht und Freyas Geist. Geh und finde deinen Bruder. Das hat er gut gesagt. Gudrum sprach voller Zorn. Aber was er sagte, birgt Weisheit. Ich stimme zu. Meine Entscheidungen sind allein meine. Du hast recht. Ich bin nicht zu stolz, meine Fehler einzugestehen. Dann ist auch Weisheit in dir, Eivor. Wir warten auf unsere Verbündeten, bevor wir angreifen. Bis dahin müssen wir uns vorbereiten. Zunächst brauchen wir ein neues Lager. Sie werden denken, wir ziehen uns zurück. Aber wir kommen noch näher. Hier. Ohne Vorwarnung. Erke, Stowe, reitet vor mir dorthin. Zusammen werden wir sie bezwingen. Für mich liegt kein Vergnügen im Kampf gegen meine eigenen Leute. Aber Schuld ist Schuld. Wir brechen sofort auf. Außerdem sind sie aus Westsex, Elfreds Leute, nicht deine Brüder. Danach sollten wir Fulkes Vorräte in ganz Sudsexe vernichten. Ja, wenn es ihr gelingt, sich in Portcaster zu verschanzen, können wir Sigurd nicht mehr retten. Der Brief des Speers erwähnte Brickleswalde, Guldefort und Crowanlea. In Crowanlea fertigen sie Waffen. Aus Guldefort stammt ihre Nahrung. Brickleswalde ist eine Feste mit vielen Sachsen. Oba, ich brauche deinen Axtarm in Guldefort. Soma, du und deine Männer helfen mir in Crowanlea. Verlass dich auf uns. Ich gehe nach Brickleswalde. Geil, Mann. Das ist ja richtig eine Mission jetzt hier. Gut. Ja. Ich stoße zu dir, sobald das sächsische Lager erledigt ist. Das Herz eines Löwen und die List einer Krähe. Gudrum hat sich in dir getäuscht. Wir haben einen Plan. Vollenden wir ihn. Guldefort. Uba, verzeiht. Ich hätte euch gern ein angemesseneres Willkommen nach der langen Reise bereitet. Mir tut nur leid, dass wir nicht schneller hier waren. Wir werden eine Weile brauchen, um die Männer zu versammeln. Dann kann es losgehen. Na, dieses Gesicht sehe ich gern. Soma, wie stehen die Dinge in Grantabrück? Wir blühen auf, genau wie in unserem ersten Jahr. Und dafür bin ich dir zu Dank verpflichtet. Das Risiko, das ich damals einging, war weit geringer als deines jetzt. Danke, dass du meinem Hof gefolgt bist. Ein Eid ist ein Eid, Eivor. Versilbert und aus Eisen geschmiedet. Oba Ragnarsson, es erleichtert mich, dich hier zu sehen. Willkommen. Eivor Wolfsmal führt mich mit einem Überfall auf Westsex in Versuchung. Wie könnte ich da widerstehen? Hier beenden wir das Werk, das dein Vater vor mehr als einem Jahrzehnt begann. Bist du bereit? Mehr als bereit. Ich bin hungrig. Sehr gut. Oh, warte mal. Können wir eigentlich unsere Axt verbessern? Nee. Wie viel brauchen wir? 500 Steine. Alles klar. Wie viel haben wir? 300. Und hier? Das sollte gehen, ne? Ja. Aber
Wir bräuchten langsam... Lol, wir können Runen reinpacken, ne? Hä, wieso geht das nicht? Ah, jetzt. Was packen wir denn da rein? Angriffsschaden von hinten. Eigentlich schon krass, ne? Schon gut. Leichter Schaden. Wendigkeit. Haben wir gerade nicht hier gekämpft, Sauger? Nee, ne? Und eine Kette. Ich glaube, wir müssen doch hier die Kette lösen. Sowieso. Sowieso irgendwann. Wahrscheinlich. Oder nee. Die ist einfach nur so da. Wenn wir damit ein Schiff durchsegeln wollen, ne? Wir bringen Gottes Gnade. Na, Moment. Erstmal hier hoch. Ja, sehr schön. Ich finde das irgendwie ein bisschen komisch mit den Attentat. Hä? Was ist das? Ich bin... Ah! Ich bin verbuggt. Ja, ich habe einen Bug gefunden. Scheiße. Wie komme ich da jetzt raus? Hä? Logik? Wyatt? Sogar mit der Kamera kann ich hier nicht raus, oder was? Was ist das denn? Logik? Okay, auf einmal schöne Musik. Die Kette sollte theoretisch noch hängen da, ne? Oder? Hä, was ist das denn für ein Lager hier? Also hier ist noch eine Truhe, ne? Oder? Nee. Zeigt nichts mehr an. Egal, wir gehen hier direkt rüber. Abkürzung. Ne? Okay. What the fuck? Was stimmt denn nicht mit ihr? Oder mit ihm? Triff dich mit Stowe. Aber ich finde das geil, dass wir jetzt eine Mission endlich bekommen haben, um Sigward zu retten, ne? Das ist natürlich sehr gut, sehr stark. Und das ist eine sehr große Mission. Wenn wir uns die Karte hier angucken, nochmal. Wessex, Sachse. Guck mal, alleine. Achso, das ist ja alles. Ich denke, ich vermute, hier ist Volke. Weil, guck mal, es macht gar keinen Sinn, wieso hier so vier Rüstungen drin sind. Normalerweise ist immer nur einer da drin. Also muss hier schon so ein wirklichen Endgegner drin sein. Und das ist wahrscheinlich Volke. Ne? Aber ich vermute das nur. Aber ist wahrscheinlich auch so. Bis jetzt hatte ich meistens recht. Irgendwie... Das ist doch so ein Haus extra für ein Rätsel, oder nicht? Moin. Ist das nicht schön? Ah, ich wollte doch zuhören. Ist das nicht schön? Erke, Stowe, bereit zum Angriff? Ich habe Vorbehalte. Das Spatzenherz hat Vorbehalte. Obwohl Mercia und West Texas auf dem Krieg liegen, sind sie Christen.
Ein Trinken. Wenn ich mit Ihnen rede, könnten wir ein Blutvergießen vermeiden. Wir versuchen es auf deiner Art. Wir würden den Vorteil der Überraschung. Es geht um mehr als diese Lebensduhe. Du würdest sie vor unserem Vorhaben warnen. Ich verstehe. Ich habe meine Hilfe versprochen und ich halte mein Wort. Es wurde genug geredet. Lasst uns handeln. Vorwärts! Stürmt das Sack! Seit wann ist da ein Lager? Nachgeburt? Was ist das denn? Das ist meine Lieblingsfähigkeit, weil es halt einfach geil ist. Du werfst halt Äxte, ne? Und bist halt schnell durch, ne? Und ich feiere den Style mit den zwei Äxten. Irgendwie sehr geil. Wo ist die Truhe? Haben wir die Truhe schon? 40 Meter. Ach so, da hinten. Sichere das Sachsenlager. Ach so, da oben. Nein. Ach so. Junge, du musst... Ah, der Typ. Also Assassin's Creed, ne? Ich weiß da nicht, ne? Aber müssen die Leute sich da reinstellen? Musst du dich da reinstellen? Alter, du bekommst so lange. Ja. Gottes Strafe. Da nieder. Sehr schön. Auch bitte Titan. Zwei nur. Großartig. Hä? Ist hier jemand noch? Ich verstehe das noch nicht so ganz, ne? Das Lager gehört uns. War doch nicht so schwer, oder Stowe? Ne. Jeder Tote ist ein Toter zu viel. Jetzt muss ich noch Volkes Vorräte vernichten. Vorräte? Wo sind die? Lange oder ne? Ich darf mich nicht sehen lassen. In Guldefort gibt es nur Bauern und Kornsilos. Opa wird in der Nähe sein. Alles bereit? Für eine Stadt der Bauern und Hirten gibt es hier ziemlich viele Schwerter. Einer von ihnen sieht aus wie ein Tarn. Hat ein paar üble Kerle dabei. Er ist ins Langhaus gegangen. Wenn wir aufpassen, wird der Tarn es vielleicht nicht bemerken, wenn wir die Silos anzünden. Soll das ein Scherz sein? Sollen die kommen? Ich habe ewig keinen fähigen Sachsenkrieger mehr getroffen. Achso, der will direkt aufs Ganze, oder wie? Ein Eindringling!
sind... Wir wurden entdeckt. Ohne sei Dank. Ich hab das Umherschleichen satt. Wo ist der wichtige Kerl? Und deswegen ist die Fähigkeit geil. Das ist der Typ hier, oder wie? Okay, und achso, da hinten war auch noch einer. Ich muss sagen, die Fähigkeit gefällt mir nicht so ganz. Na. Moin moin! Ah, das ist so ein Joke, oder? Hey, Fares! Bruder! Da ist der Wurm! Fies! Hä, wieso kann ich da nicht hochklettern? Hä? Alter, wieso ist das so dunkel? Wie komme ich jetzt hier raus? Ach man, ey, Assassin's Creed. Also, no joke, ne? Für was? Ich frage mich wirklich, für was? Machen die das so unnötig? Für was? Also... Ankrone, ja, war ganz okay, ne? Aber hier hinten ist noch eine Rüstung, ne? Und für Truhen. Brauchen wir das? Theoretisch brauchen wir das schon, ne? Weil wir brauchen Stein, Erze. Ich glaube, wir kommen irgendwie da oben rein, ne? Weil hier... Warte. Genau, ne. Hebelbühne. Genau. Hier ist jetzt eine Tür, ne? Ja. Sehr gut. Können wir hier durchgehen? Ne. Aber hier. Aber warte mal. Können wir auch hier durchgehen? Ne, okay. Ja. Sehr schön. Ach so. Aber ich denke, warte mal, wo ist die Leiter hier? Ja. Warte mal, für was ist die Tür hier? Ach so. Perfekt. Mentorengewand. Ja.
Ach so, das ist dafür da, um hier später rauszukommen. Ne? Ah, da hinten ist noch was. Ne? Warte mal, hier. Ein Opal. Ah, ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Viel zu viel Aufwand für ein Opal. Die sind so nutzlos, ne? Ah, wahrscheinlich da oben, ne? Ne, geht auch nicht. Hm. Ach so, hier. Vorräte. Jo. Oh lol. Jetzt werden wir da nicht durchkommen. Ja, sehr schön. Ach so. Nein, aus, aus! Erz, sehr wichtig, und Leder auch. Ich frage mich aber gerade, wie sollen wir da unten hinkommen? Gibt es hier irgendwie ein... Weil hier unten ist die Truhe. Da unten. Macht doch theoretisch keinen Sinn, oder? Oder? Achso, hier ist ein Brunnen. Okay. Scheiße! Komm zurück! So, nice. Moment! Sehr schön. Hier ist noch eine Schriftrolle. Kann auch sehr wichtig sein. Und diesmal... Wir nehmen hier den Adler mit, weil wir merken schon gerade, wir müssen hier ständig hin und her gehen. Und zum Glück haben wir diesen Adler eingesammelt, ne? Deswegen machen wir mal zack, zack und zack. Los! Und das ist auch später sehr wichtig, wenn wir die Kultisten alle suchen wollen. Oder die Ältesten, besser gesagt. Dann müssen wir ja auch schnell nach A, nach B kommen. Aber... Ruhig bleiben. Hier ist doch was faul.
Das ist doch eine Falle. Okay, die Musik hört auf einmal auf. Oh, was macht der denn hier? Ich dachte, wir haben schon alles erledigt. Nee. Was? Wir haben da irgendwas ver... Ah, scheiße. Wir haben da irgendwas vergessen. Ach, lauf doch bitte, Wolf. Meine Güte. Ach, da hinten ist noch einer. So, da hinten. Ich glaube nur noch den einen, ne? So. Es wird in Podcaster genug Sachsen für dich geben. Wir sehen uns im Lager, ja. Ich habe mich aber sowieso gerade gewundert, wieso er uns immer noch hinterherläuft, ne? Aber. So, ein Adler und ein Rätsel, sehr gut. Können wir direkt mitnehmen. Und eine Truhe ist hier auch drin. Ja, sehr gut. Ach so. Ja, sehr schön. Boah, ist das dunkel. Waffenrune? Fallenschuss. Noch nie gehört davon. Warte mal, das gucken wir uns aber an. Fallenschuss. Wahrscheinlich für die Waffe, ne? Ja, natürlich. Tötungen durch heimliche Kopfschüsse lassen automatisch eine Falle erscheinen. Aha, das ist eine Extra-Rune. Jetzt verstehe ich das, okay. Und langsam kommen die. Ah, okay. Interessant. Ja, hier ist ein Rätsel. Achso, wir wollten das ja sowieso machen, ne? Einmal, ah, so viele Sachen wieder, ne? Meine Güte, da komme ich gar nicht hinterher. Guck mal, da gibt's was, da, da und da, überall. Und das ist noch, ach du Scheiße, überall. Ich glaube,
brauchen da noch ein bisschen Zeit. Ja. Ruft da ein Kind? Es klingt, als würde es aus dieser Höhle kommen. Oh, ganz ruhig. Ich helfe dir da raus. Oh, danke. Danke. Ich dachte, ich müsste hier drin sterben. Alles gut. Ich gebe gut. Mir stets gute Ratschläge, aber ich befolge sie nur selten. Du bist verletzt. Ich werde dich aus der Höhle tragen. Nee. So, komm mal mit, Kindlein. Ja, sehr schön. Das ist das letzte Mal, dass ich Kaninchen verfolge. Besonders die Weißen. Jetzt brauche ich nur etwas Ruhe und dann bin ich für neue Abenteuer bereit. Du hast versucht, ein Kaninchen zu jagen? Jagen? Nein. Es schien nur, naja, in Eile zu sein und ich habe versucht herauszufinden, wohin es will. Du solltest deiner Neugier nicht allzu leichtfertig nachgeben. Man weiß nie, wohin sie anführt. Leb wohl. Hör! Es ist schon komisch, dass so ein Kaninchenhöhle Essen für uns gemacht hat. Oder wenn ich das jetzt richtig verstanden habe. Kingley Versteck. Ich habe so ein Gefühl, dass wir das noch nicht machen. Wir machen aber den Raubzug hier und das andere Rätsel. Ich habe so ein Gefühl. Ja, ist egal. Ach so. Los, Söhnen. Baumhaus. Wie heißt die Losung? Was? Mach einfach auf. Nein, so geht das nicht. Du musst auf jeden Fall die Losung sagen. Losung? Ist es Rabe? Oh, das ist besser als das, was ich mir ausgedacht habe. Von nun an ist es also Rabe. Komm herein. Okay. Reisender, willkommen im kleinen Schwarzmarkt. Sieh dir unsere üppigen Schätze an. Wo sind die Schätze? Ich sehe keine. Das glaubst du vielleicht. Doch diese drei Gegenstände hier sind wahre Schätze. Wir haben den besonderen Schuh. Eine Muschel in allen Farben. Und... einen versteinerten Wurm. Und was willst du dir ansehen? Warum verkauft ihr einen alten Schuh? Dieser Schuh hat magische Eigenschaften. Du wirst es sehen, wenn du ihn anziehst. Wir haben ihn mit Papier ausgestopft, damit er nicht knittert. Das Papier kriegst du auch. Gut, ich nehme ihn. Vergiss nicht, das Papier darin gibt's gratis dazu. Unschlagbare Angebote im kleinen Schwarzmarkt. Sonst irgendwas? Die Muschel sieht hübsch aus. Sie enthält das ganze Meer. Wirklich. Im Ernst? Ziemlich unwahrscheinlich. Halte sie einfach an dein Ohr und du wirst es selbst hören. Klingt überzeugend. Ich will sie. Ja. Die zocken mich so ab, ne? Sonst irgendwas? Dieser versteinerte Wurm sieht aus wie ein Stock.
Das liegt daran, dass dieser Wurm 80 Trillionen Jahre alt ist. Ja. Jeder, der ihn bei sich trägt, wird ewig leben. Es sei denn, man verliert ihn. Dann verwandelt man sich in ein Häufchen Staub. Das klingt nach einem mächtigen Zauber. Ich nehme ihn. Mögest du leben, bis der Mond vom Himmel fällt. Du hast all meine Schätze gekauft. Tausend Dank. Ich bin sicher, dass sie ihren Preis wert sind. Mach's gut, Kleine. Seltsam. Auf dem Papier in dem Schuh steht etwas. Vielleicht ist dieser Schuh doch ein Schatz. Oh, sieh dir nur all das Silber an. Du hast alles verkauft. Sag ich doch.